What's poppin', Boys and Girls? Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Wie ihr seht, es sieht ein bisschen anders aus als sonst. Ich habe so ein bisschen tapeziert und umgeräumt. Die Tatsache, dass ich umgestellt habe und so ein bisschen dekoriert habe, hat auch dazu geführt, dass Sachen zusammengekommen sind, die ich sehr cool finde. Und deswegen gibt es heute Favoriten von mir. Es ist wirklich alles dabei. Serien, Filme, Einrichtungsgegenstände, Schmuck. Deswegen halte ich jetzt die Schnauze und beginne mit dem ersten meiner Favoriten. Der allererste Favorit, den ich euch zeigen möchte, ist mein neuer Stuhl. Wollte ich eine Sitzgelegenheit haben. Irgendwas, womit ich Fernsehen gucken kann, aber eben auch drehen kann. Und was halt auch gemütlich ist. Und dann habe ich auf eBay Kleinanzeigen geguckt und direkt der erste Treffer war dieser Stuhl. Und ich finde ihn so, so cool. Ich habe nur 12 Euro dafür bezahlt. Und ich finde es irgendwie sehr cool, weil die, von der ich das gekauft habe, hat gesagt, dass sie ihn von jemandem abgekauft hat auf eBay Kleinanzeigen für 20 Euro vor einem Jahr und der wiederum es wieder von jemandem, glaube ich, von eBay Kleinanzeigen hatte für mehr Geld. Und deswegen fand ich cool, dass ich jetzt so die Dritte im Bunde bin, die diesen Stuhl bekommt. I love it so much. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist halt ein Stuhl, aber ich liebe ihn. Was soll ich sagen? Ich liebe Dinge manchmal. Sehr doll. Sehr, from the bottom of my heart. Wie lange kann man über einen Stuhl reden? Ich mache jetzt weiter. Mein nächster Favorit sind meine neuen Kakteen. Ich habe mir Kakteen gekauft. Ich wollte ja schon ewig lange mal ein Video zu diesem Minimalismus-Thema machen. Auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass ich mir über 2 Jahre nichts mehr gekauft habe, was irgendwie zum Hinstellen ist. Und letztens, als ich so eingerichtet habe, habe ich so gedacht, ich möchte jetzt auch wieder was haben, was ich schön finde. Naja, auf jeden Fall war ich dann bei uns im Baumarkt und da stand so ein riesengroßes Regal. Egal, voller Kakteen. Wirklich, ich habe das gesehen, ich bin fast ausgerastet, weil es so schön aussah. Und da habe ich mir diese 3 Kakteen geholt, die jetzt mein Zimmer zieren. Und noch eine Sache ist dieses Teil. Das ist so ein Ding, was man an die Wand machen kann. Und dann hängt es da und es sieht so cool aus zu meiner neuen Tapete. Ja, und das finde ich sehr toll. Ja, und das wollte ich euch zeigen, weil mir das so große Freude gemacht hat. Ja, und ist mein Zimmer so viel schöner macht, ja. Wow, ich fühle mich ein bisschen Tumblr, muss ich sagen. Meine nächsten Favoriten sind, wie soll es anders sein, Schmucksachen. Ja, ich habe neuen Schmuck. Zum einen sind das die Ringe, die ich schon in meinem Lookbook gezeigt habe. Es sind 3 Ringe aus dem Secondhand, Gold mit so einem Stein drauf. Ich finde die sehr, sehr, sehr schön. Dann habe ich noch ein neues Armband in so einem Rosé-Gold. Das ist ein Geschenk von meiner Cousine und meinem Cousin und deren, also alle, die auf meinem Geburtstag waren, zusammen haben mir diesen Armreif geschenkt. Ja, und ich finde ihn wirklich sehr, sehr schön. Und ich mag es, dass es so ein Teil ist, was ganz viel ist, weil ja, wow, okay, ich habe viel zu lange Fingernägel und ich habe ein sehr großes Problem mit Verschlüssen und ja, die 2 anderen dünnen Armbänder, die ich habe, da muss ich wie so eine Frau, die mit ihren Händen nicht umgehen kann, andere fragen, ob sie mir den Schmuck zumachen. Ja, und das Problem habe ich bei dem hier halt nicht. Wow, das sind wirklich First World Problems. Und er passt halt zu meinen neuen Ringen. Und zwar habe ich von Kai Jewels habe ich neue Ringe in so einem Rosé-Gold. Und die sind so unfassbar schön. Das sind so kleine, ganz, ganz zierliche Ringe. Und ich hatte sowas nie. Also ich bin immer der Typ gewesen, der sich eben wie diese Second-Hand-Ringe so richtig dicke Klunker kauft. Ja, das ist total angenehm, weil wenn ich die trage, ich habe wirklich das Gefühl, ich habe nichts an der Hand. Die finde ich sehr, sehr schön und deswegen wollte ich sie euch auch zeigen. Und wie soll es anders sein? Es war definitiv ein Konsummonat, deswegen gibt es noch einen weiteren Ring, den ich euch zeigen muss. Und das ist wahrhaftig der Liebling aus den ganzen Stücken. Und zwar ist das ein Mandala-Ring von The Fifth Element. Und ich folge diesem Instagram-Account von The Fifth Element schon, glaube ich, 2 Jahre oder so. Ich fand diese Ringe immer so cool, aber sie waren mir ein bisschen, also sie waren mir eine Zeit lang halt auch ein bisschen teuer. Es ist halt echt Silber und deswegen ist es ein bisschen teurer. Und das sind halt so Mandalas, ja? Da sind halt so verschiedene Mandalas, die du kaufen kannst, die verschiedene Bedeutungen haben. Und ja, jetzt habe ich ihn aber und ich bin sehr glücklich, dass ich ihn habe, obwohl er im Zoll hängen geblieben ist. Und das hat mich sehr, sehr doll genervt. Das hier ist der Earthis Ring, also für Leute, die sich für sowas interessieren. Ich bin ja immer so ein bisschen, es ist immer schwierig, darüber zu reden, weil Leute dann gleich denken, boah, scheiße, das ist eine Spinnerin. Ja, ich würde auch gern Kristalle sammeln, ehrlich gesagt. Nicht, weil ich zu 100% daran glaube, sondern weil ich das schön finde und weil ich daran glauben möchte. Ja, und ich möchte auch an diesen Ring glauben. Ja, und
Wir kennen alle den Placebo-Effekt. Manchmal reicht es, wenn man daran glaubt. Es hat schon viele Menschen glücklich gemacht, wenn sie an etwas geglaubt haben. Und ich glaube an meinen Ursus-Ring. Das war's zu meinem Schmuck. Machen wir weiter. Mein nächster Favorit ist das hier. Wow, es wird immer mehr Tumblr. Das ist ein Planthänger, ein Makramee-Planthänger, der wahrhaftig von einer Zuschauerin ist. Ja, also eine Zuschauerin, die einen Shop hat. Ja, der heißt, ich guck mal gerade nach, ich habe es mir hingelegt, Nudos Makramee. Ja, kann ich euch auch unten verlinken. Und die machen so Makramee-Sachen, unter anderem auch diese Planthänger. Ich brauche noch die richtige Pflanze dafür. Und dann hängt man das da halt so rein und dann hängt man das unter die Decke und dann ist das schön. Und da kann man halt Pflanzen reinmachen, Kräuter, alles, was irgendwie in so eine Schüssel passt. Halt ein Planthänger für Plants. Es ist schön, es trifft meinen Geschmack, es passt zu meiner Einrichtung und es ist von einer Zuschauerin. Und es ist handgemacht. Besser geht's nicht. Kommen wir nun zu allem, was mit Essen zu tun hat. Ich habe einen neuen Grill. Einen Kontaktgrill. Vielleicht kennt ihr sowas. Ich hab das Gefühl, in Amerika hat jeder so ein Ding. Und bei uns sind mehr so diese Sandwichmaker bekannt. Aber wir waren vor 2 Jahren in Portugal, Kevin und ich. Und da haben alle mit diesem Kontaktgrill gearbeitet in Restaurants. Und die hatten so geile Sandwiches. Und es war so geil, dass ich... Oh, da ist noch Käse drin. Ja, und jetzt stand der für 6 Euro im Secondhand. Und ich so, yo. Und dann habe ich bei Instagram gefragt, ob Leute Rezepte kennen. Und da hat mir ein Mädchen einen Kanal genannt. Und zwar, wie heißt der nochmal? Anna? So, und die hat ein Video, das verlinke ich euch unten, mit Rezepten für diesen Kontaktgrill gemacht. Und da ist eine ganze neue Welt ist mir eröffnet worden, ja? Also die hat alles hier drin gemacht. Und dann habe ich ihr das nachgemacht. Hat sie hier so ein bisschen Alufolie reingelegt. Das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich da Süßkartoffeln draufgelegt. Und wisst ihr, in was für einer Zeit? 10 Minuten. Im Ofen brauchen die locker 30 bis 45 Minuten. Das ist so krass. Man kann hier alles zwischenlegen. Rosenkohl, Spinat, Pilze. Du kannst alles damit machen. Ich musste den zeigen, weil vielleicht habt ihr auch so ein Ding zu Hause stehen und ihr wisst gar nicht, was für ein Potenzial in diesem Grill steckt. Und ihr solltet es wissen. Muss ich mal anders hinsetzen. Nur, dass man nicht meinen Momo sieht. Fein ist okay, Momo ist nicht okay. Dann wird mein Video geblockt. Und das ist der einzige Grund, warum das falsch sein sollte. So, kommen wir nun zu medialen Sachen. Nummer 1, ich muss es einfach nennen, ist Gewitter. Gewitter zum Einschlafen. Etwas, das meinen Schlafrhythmus so viel schöner gemacht hat, ist ein Video auf YouTube. Ich setze es unten in die Infobox. Mit dem perfekten Gewitter. Es ist so entspannt und so schön. Ich liege jedes Mal da im Bett und denke, oh mein Gott, es ist so gemütlich, weil es sich wirklich eins zu eins anhört wie Gewitter. Es ist ja auch Gewitter, es wurde nur aufgenommen, Jakob. Ich und Kevin liegen dann immer so im Bett, hören dem Gewitter zu und erzählen uns noch so Sachen, so als wären wir beim Zelten. Kommen wir nun zu Büchern. Ich habe eine Buchreihe für mich entdeckt, die ich so cool finde und ich glaube nicht, dass jeder was damit anfangen kann, weil ich schon einen sehr, sehr speziellen, zurückgebliebenen Buchgeschmack habe. Ich habe auch diese Buchreihe entdeckt durch Kevins Schwester Vicky, die ist glaube ich 14 und ich würde auch sagen, dass also das Buch steht auch in der Buchhandlung bei dieser Alterssektion. Ich lese total gern Teenie Fantasy. Ich lese total. Ich bin absolut Kategorie Twilight. Ich mag so übernatürliche Dinge und das ganze Buch lang zu denken, wann küssen die sich denn endlich? Ja, ich lese sowas gerne. Wer sowas auch gerne mag, dem empfehle ich die Reihe Obsidian. Also das hat mir so viel Spaß gemacht. Es ist halt so ein bisschen typisch, ein Mädchen zieht in ein neues Haus auf dem Land und nebenan ist so ein Typ, der ist immer voll gemein zu ihr. Es fängt wirklich so ein bisschen an, dass du so denkst, boah, das ist echt so ein bisschen flach. Aber dann habe ich mich irgendwie nach und nach in dieses Buch verliebt, weil er war immer gemein und dann war er doch wieder nett und sie war total verwirrt. Und dann auf einmal stimmte irgendwas nicht, alle haben die anders behandelt und dann passieren übernatürliche Dinge und es war wirklich sehr spannend, Leute. Es war sehr spannend. Ich habe dieses das erste Buch in einer Nacht durchgelesen. Oh, hinter mir ist jemand. Hallo. Falls ihr auf so Teenie-Fantasy-Zeug steht, dann kann ich euch das nur empfehlen. Es ist wirklich sehr, sehr cool und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wo wir direkt schon bei so Teenie-Zeug sind, mache ich direkt mit den Hörbüchern weiter, sonst muss ich das alles nochmal erklären. Exakt dasselbe Phänomen. Das sind 2 Hörbücher, die mir so viel Spaß gemacht haben. Das eine ist ich glaube, es ist eine Trilogie und zwar die Silbertrilogie. Da geht es so ein bisschen um luzides Träumen, also es geht auch so um 16, 17, 18-jährige Teenies und da ist ein Mädchen, das zieht auch wieder, also es zieht nach London mit ihrer Familie und ja, da hat sie ein
Stiefbruder, der sich immer ganz komisch verhält und auch ein merkwürdiges Schlafverhalten hat. Und dann verliebt sie sich auch in so einen Typen in der Schule. Und dann, ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber dann geht es halt um luzides Träumen und Abenteuer, die in Träumen erlebt werden. Und es ist so cool verbildlicht. Es geht so quasi, das Traumland ist ein Korridor und jede Tür führt in den Traum von jemandem. Und es ist so ein cooles Konzept und es hat mir so viel Spaß gemacht und es ist wirklich toll. Ich sitze gerade am dritten Teil. Ich lese das nicht, ich höre das. Ich höre gerade den dritten Teil und es ist wirklich sehr, sehr cool und ich kann es nur empfehlen. Und genau dasselbe gilt für das zweite Hörbuch, was ich euch vorstellen möchte. Und zwar heißt es Zeitenzauber. Es geht um ein Mädchen, das mit ihrer Familie in Venedig ist. Ja, dort gibt es so eine mysteriöse rote Gondel und ich will nicht zu viel verraten, aber es geht natürlich auch wieder um einen Typen und es geht um Zeitreisen. Es ist auf jeden Fall sehr spannend und es spielt in Venedig, was ich super geil finde, weil ich ein absolut krasser Venedig-Fan bin. Ich habe das Buch gehört, als ich die ganze Zeit hier tapeziert habe und es hat mir sehr viel Freude bereitet. Deswegen wollte ich es euch vorstellen. Kommen wir zur letzten Sache, die mein Leben so viel schöner gemacht haben. Die letzten 2 Wochen ungefähr, und zwar ist das YouTube, und zwar im Speziellen TED Talks. Klingt jetzt sehr basic, aber ich habe lange keine TED Talks geguckt. Ich habe früher mal den Kanal TEDx abonniert, weil ich einen Vortrag gehört habe, den ich sehr cool fand. Ja, dann hatte ich das abonniert und dann kamen jeden Tag immer mehr Vorträge und dann habe ich irgendwann keinen mehr angeklickt, weil es einfach zu viel war. Ja, und jetzt habe ich wieder angefangen, TED Talks zu gucken. Ich habe es nicht abonniert, sondern dadurch, dass ich nur die Dinge gucke auf TED, die mich wirklich interessieren, werden mir auf meiner Startseite auch nur die TED-Talks angezeigt, die ich wirklich richtig interessant finde. Und da habe ich so heftig geile Vorträge gesehen, die mich so krass inspiriert haben. Und ich wollte das nennen und verlinke euch mal unten in der Infobox so die TED-Talks, die mich so richtig so geflasht haben. Ja, genau. Schaut da mal rein, wenn ihr Bock habt. Ich habe einen davon auch einer Freundin geschickt und die hat auch gesagt, boah, Jaco, du hast mir richtig geholfen damit, indem du mir das Video geschickt hast, weil ich konnte echt so für mich einstehen und so ein Problem lösen dadurch. Deswegen, also, ja, da sind auch sehr schlaue Menschen. Menschen, die auch schlauer sind als ich. Und dann können die euch Sachen sagen, die ich euch nicht sagen kann. Versteht ihr? So, Leute, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Das war's von mir. Das war ja wohl auch genug. Ja, und ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bye, bye. Peace up. Ihr geilen Teile. Müsst ihr bei Teile auch immer an Drogen denken?